Hallo zusammen. Ihr seht hier ein Rechendreieck der Addition ohne innere Zahlen. Findet ihr eine Lösung? Aus dem Teil 1 und Teil 2 wisst ihr schon, dass die Summe der äußeren Zahlen gerade doppelt so groß ist wie die Summe der inneren Zahlen und dass wir zunächst diese Summe der äußeren Zahlen berechnen müssen. Und so machen wir das hier auch. Wir rechnen also 36 plus 41 plus 38 und wir erhalten 115. Und da die Summe der äußeren Zahlen gerade doppelt so groß ist wie die Summe der inneren Zahlen, müssen wir nun diese Zahl durch 2 teilen. Doch können wir 115 durch 2 teilen? Schauen wir uns dazu einmal die Einerziffer an. Die Einerziffer ist die 5 und diese ist ungerade. Und wenn die Einerziffer ungerade ist, dann ist auch die ganze Zahl ungerade. Und ihr wisst, ungerade Zahlen können wir nicht durch 2 teilen. Und da wir diese äußere Summe nicht durch 2 teilen können, gibt es für dieses Rechendreieck auch keine Lösung im Bereich der natürlichen Zahlen. Also in dem Bereich der Zahlen, mit denen wir zählen. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Wenn wir unsere Lösung etwas verallgemeinern wollen, dann könnte uns Folgendes auffallen. Wir haben hier eine gerade äußere Zahl, hier eine ungerade äußere Zahl und dann nochmal eine gerade äußere Zahl. Und wenn wir eine gerade Zahl plus eine ungerade Zahl plus eine gerade Zahl rechnen, dann kommt immer eine ungerade Zahl heraus. Das bedeutet also, wenn wir ein Rechendreieck ohne innere Zahlen gegeben haben und nur eine äußere Zahl ist ungerade, dann gibt es für dieses keine Lösung. Und es gibt noch einen Fall, wo es ebenfalls keine Lösung geben würde. Habt ihr eine Idee? Und zwar, wenn alle 3 äußeren Zahlen ungerade sind. Weil ungerade plus ungerade plus ungerade ergibt ebenfalls wieder ungerade. Und dies wäre, wie gesagt, dann der zweite Fall, wo es ebenfalls keine Lösung geben würde. Aber wenn wir auch Kommazahlen zulassen, dann gibt es für dieses Rechendreieck auch eine Lösung. Und das wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Also wir teilen unsere äußere Summe durch 2 und wie gesagt, jetzt sind Kommazahlen erlaubt und 115 geteilt durch 2, das ergibt 57,5. Und 57,5, das ist jetzt die innere Summe unseres Rechendreiecks. Und wenn wir jetzt beispielsweise diese Zahl berechnen wollen, dann wissen wir schon, dass die Summe dieser beiden Zahlen 41 beträgt. Wir wissen, dass die Summe aller 3 inneren Zahlen 57,5 beträgt. Und damit können wir diese Zahl berechnen, indem wir 57,5 minus 41 rechnen. Und das ergibt 16,5. Und jetzt, wo wir eine innere Zahl kennen, können wir die beiden noch fehlenden inneren Zahlen berechnen. Diese können wir berechnen, indem wir 38 minus 16,5 rechnen. Wir erhalten 21,5. Und dann fehlt uns nur noch diese Zahl und diese erhalten wir, indem wir 41 minus 21,5 rechnen. Und das ergibt 19,5. Wir können noch einmal die Probe machen. 19,5 plus 16,5 ergibt tatsächlich 36. Also ihr seht, wenn wir Kommazahlen zulassen, dann gibt es für dieses Rechendreieck doch eine Lösung. Was meint ihr, gibt es für dieses Rechendreieck auch eine Lösung? Schreibt mir eure Ideen dazu in die Kommentare.